Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausokobart und heute habe ich ein Video für euch dabei, vielleicht auch so ein kleines Motivationsvideo. Ihr kennt sicherlich alle diese Tage, wo man machen kann, was man möchte. Man muss wirklich jeden Sieg hart erfighten. Es gibt dann wiederum andere Tage, da hat man, wenn man dann abends aufs Scoreboard guckt, keine Ahnung, 60-70% Siegrate und denkt so, ey, hatte ich eigentlich eine gute Runde dabei? Und man hat trotzdem die ganze Zeit gewonnen. Und dann hat man so Abende, und so einen hatte ich gestern, da kann man manchmal tun und lassen, was man möchte. Man wird es einfach nicht schaffen zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, manchmal sind das sogar die spezielleren Abende, weil man, wenn man dann wenigstens bis zum Ende immer fightet und sich nicht selbst aufgibt, eigentlich die spannendsten Runden hat. Jedenfalls ist das so mein Dafürhalten. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, ja, aber ich habe 11 Runden gespielt, 11-mal verloren und jede Niederlage 1-15. Da muss man sich dann vielleicht auch irgendwann mal die Frage gefallen lassen, habt ihr denn auch für euren Teil alles dafür gegeben, um zumindest euer Team in die Verlegenheit zu bringen, irgendwie am Ball zu bleiben? Ja, das soll jetzt nicht irgendwie respektlos klingen oder so, aber wenn man jetzt wirklich jede Runde so hart auf die Fresse kriegt, dann muss man irgendwann auch mal so fair sein und dann vielleicht auch nochmal das ganze Revue kapitulieren lassen und oder Revue passieren lassen und sich dann überlegen, was hätte man vielleicht selber deutlich besser machen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, auch diese Runde und die Runde, die ich euch hier nach mitgebracht habe, waren beides Runden. Harter Fight und hat uns alles abverlangt. Also ich bin hier mit reingefahren, wir sind auf Hafen. Ich wollte hier ehrlicherweise eigentlich nicht so aggressiv reinfahren. Dann haben unsere 260 aber gesagt, so, die sind im Platoon, kommen, wir krachen da mal rein. Das kann ein gutes Zeichen sein, muss es aber nicht. Ne? Manchmal hat man ja auch so 260 oder Chieftain Platoon, keine Ahnung, die dann so selbstsicher sind, dass sie Vollgas in die Gegner reinkrachen und dabei massiv scheitern. Oder die wissen einfach genau, was sie tun, randalieren rum und rasieren das Gegnerteam weg. Beide Fälle sind eigentlich scheiße, wenn ihr nicht dabei seid. Na, wenn die rumrandalieren, dann fällt für euch wenigstens immer was ab. Wenn sie dabei scheitern, auch dann fällt für euch was ab und ihr könnt wenigstens noch so ein bisschen Einfluss auf die Runde nehmen. Deswegen bin ich hier mit reingefahren. Ich hätte das Ganze lieber so ein bisschen passiver gespielt, so wie der E4 hier hinten. Hab mich dann aber wiedergefunden, dass ich nicht vor einem Jagdpanzer EN-100 stehen wollte. Hier gerade in so einem engen, schlauchigen Tunnel. Wenn man dann auch noch so als turmloser TD so viele Panzer vor sich hat, da habe ich mich dann dazu entschieden, mich hier einzudrehen, damit ihr auch so ein bisschen nachkommt, was habe ich mir bei den einzelnen Aktionen gedacht. Jetzt ist es so, dass unser EBR da versucht, gegen den gegnerischen EBR zu spotten. Der Stritz war mega aggressiv. Gott sei Dank habe ich genug Sichtweite, dass immer, wenn er schießt, ich ihn aufmachen kann. Und somit sind wir den Stritzwahn schon mal los. 1500 Schaden auf der Habenseite, erster Kill. Und jetzt ist es mir hier auch irgendwie so ein bisschen zu bunt geworden. Der Leopard, der piekt da nochmal. Ich wollte jetzt hier eigentlich schon weg, aber ich habe natürlich auch irgendwie keine Lust, mich abwiedeln zu lassen. Und dann ist mir aufgefallen, nach eingänglicher Prüfung der Minimap, dass Grille 15 und 277 schon in unsere Base durchgekracht sind und jetzt Spaß mit der Arti da hinten haben werden. Und dass hier ein Super Conqueror auch ganz locker flockig einfach hochfährt. Das ist halt auch so ein bisschen bei sicherer Hafen das Problem mit diesen zwei Ebenen, die man hier hat. Auf der Minimap ist die Situation nicht immer ganz ersichtlich, da muss man schon ganz genau hingucken, was hier eigentlich gerade passiert. Und manchmal kann es sein, dass die Gegner vor euch hochfahren, über euch drüber fahren und hinter euch wieder runterkommen und ihr habt das überhaupt nicht mitgekriegt. Gott sei Dank ist wenigstens jetzt hier der Conqueror schon down. Da hinten steht die Grille, die wird sich da jetzt wahrscheinlich aber auch nicht mehr groß wegbewegen. Die 260 werden vor mir da sein und deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden, zurück zur Basis zu fahren und habe gesagt, so komm, irgendwo muss ja noch der WT stehen und irgendwo muss ja noch die Maus stehen. Das war so jetzt, weil ich auch unterwegs war zur dritten Gunmark. Ich habe ja die Badger-Reihe so ein bisschen eingestellt, weil sich der Panzer auch jetzt regelmäßig im Stream gewünscht worden ist. War ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr so weit weg davon. Ich glaube, als wir diese Runde gespielt haben, war ich bei 93,99% oder so. Ja, und da habe ich dann gedacht, ja komm, guckst du mal, ob du hier vielleicht den WT oder die Maus findest. Die sind aber auch auf der anderen Flanke gerade aufgegangen. Aber immerhin sind sie gespottet durch unseren TVP und wir konnten jetzt hier für 592 eine HE in den WT reindrücken. Auch die Maus, ihr seht das,
sehr, sehr komisch, wo er lang gefahren ist. Was wir aber aus dem Augenwinkel gesehen haben, ist nämlich genau das, was hier vor uns gerade aufgegangen ist. Er hat uns scheinbar nicht gespottet, fährt jetzt aber nochmal rechtzeitig in Deckung. Die gute alte Arti. Zumindest eine von beiden steht hier auf der Flanke. Und wenn ich sowieso schon hier bin mit meinem, ja, geht so mobilen Badger, dann werde ich natürlich auch zusehen, dass ich meiner Pflicht und Schuldigkeit nachkomme und hier die Arti rausnehme. In der Zwischenzeit haben wir vielleicht mit einem Auge gesehen, dass das eine Objekt 260 bereits tot ist und das andere Objekt 260 da arge Probleme hat mit dem 277 und der Grille 15. Eigentlich sind es Objekt 260 und Grille gegen Objekt 277 und Grille. Also 50-50. Mal gucken, wer da die Oberhand gewinnt. Arti konnten wir jetzt rausnehmen. WT steht scheinbar immer noch da hinten, wurde auf jeden Fall nicht gespottet. Der E4 könnte spotten, der Rhinoceronte konnte spotten. Also groß weit weg bewegt haben kann er sich nicht, weil unser Team relativ halbkreisförmig um ihn rumsteht und wo immer so ein WT sich lang bewegt, geht er dann eigentlich in der Regel auch auf. Es sei denn, jemand fährt hier ohne irgendwie eine Crew oder mit einer 50% Crew durch die Gegend ohne Ausrüstung. Aber da ist er, da steht er. Wir haben ihn selber gespottet, direkt wieder eine HE geladen, 505 und raus ist der Gute. So, jetzt haben wir aber das Problem, unsere beiden 260 plus die Grille, die zurück zur Basis gefahren sind, sind alle drei tot und dreimal dürft ihr raten, wer noch lebt. Genau, die gegnerische Grille und das gegnerische 277. Und das kann jetzt eigentlich nur bedeuten, es sieht verdammt nochmal nicht gut aus. Hätte ich damit jetzt gerechnet, dass die beiden 260 im Zug es nicht schaffen, hinten den Decap zu bringen? Nein, sonst wäre ich ja auch mit zurückgefahren. Ich habe mich jetzt aus Mobilitätsgründen dafür entschieden, dann eher nach dem WT und der Maus zu suchen. Natürlich auch, weil ich ein bisschen damage-geil war, aber auf der anderen Seite natürlich auch, weil ich, wenn die das korrekt gespielt hätten, wahrscheinlich sowieso nichts abbekommen hätte vom 277 und der Grille 15. Nun hat es sich anders zugetragen, ja, und die beiden, die da unsere Base gepusht haben, sind immer noch am Leben und Gott sei Dank muss man sagen, kämpft nur einer. Unser letzter Verbündeter ist jetzt auch gerade draufgegangen, das heißt, es sind nur noch der E4 und meine Wenigkeit plus die Arti, die jetzt gerade wahrscheinlich andere Sorgen hat. Immerhin hat er nochmal einen Decap mit seiner Arti gebracht, wurde jetzt aber gefunden vom Progetto und damit haben wir eine 2 gegen 5 Situation. Alleine werde ich es nicht schaffen, aber die DPM vom Badger ist natürlich spitzenmäßig. Und wie gesagt, einer von beiden, ich war jetzt der Meinung, dass es vielleicht die Grille sein könnte oder die Grille immer noch da hinten auf der TD-Position steht und das 277. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen und vor allem müssen wir immer gucken, dass wir uns safe stellen vor dem Progetto, der irgendwo da in den Hügeln steht. Grille hat mich nicht gesehen, Grille steht auch nicht im Cap, dann heißt es, es muss das 277 sein. Ich bin jetzt hier so leicht runtergefahren, dass ich ein schwierigeres Ziel bin für den Progetto und dass das 277 auch einen schwierigeren Schuss auf meine Unterwanne hat. In dem Winkel hatte es sehr schwer, mich zu penetrieren. Wir konnten ihn rausnehmen, haben gedecapped, nur einen Schuss vom Progetto jetzt ins Heck bekommen. Das war schon mal eine gute Situation. Die Gegner verfügen noch über eine 3-Schuss-Autoloader-Badget-Arti. Keine Ahnung, wo die stehen könnte. Bis jetzt auf mich geschossen hat sie noch nicht. Und jetzt haben wir hier noch, ja, wir sehen jetzt hinter uns, dass die Arti-Schüsse hier schon reinregnen. HE geladen, 638. Grille bounced. Hinter mir schießt der Progetto auf mich. Bounced auch. Und wir sind die Grille los. Also, gutes Teamplay hier mit dem E4 zusammen. Beide sind zusammen zurückgefahren. Man darf aber auch ehrlicherweise nicht die Leistung von der T290 unterschätzen, die immerhin nochmal ein Decap gebracht hat. Sonst hätten wir es vielleicht zeitlich nicht geschafft. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, okay, warum hat sich die Grille nicht mit in den Cap gestellt? Aber auf der anderen Seite, ja, werden wir sonst nicht mehr in der Runde. Also von daher, manchmal muss man auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Fahrlässigkeit war, Überheblichkeit des Gegnerteams, irgendwas wird es gewesen sein. Vielleicht auch einfach mangelnde Spielkenntnis, mangelnde Awareness. Eins dieser Sachen wird es gewesen sein, weil wenn beide sich gleichzeitig in den Cap gestellt hätten, dann wäre das hier eine sichere Nummer für das Gegnerteam gewesen. Ich will mich nicht beschweren, wir konnten jetzt hier die Maus rausnehmen, haben hier Haldown gut gestanden. Die Badget-Arti hat sich verlegt. Wir haben ja gerade gesehen, dass sie ungefähr hier hinten aus dem Bereich geschossen hat. So.
stehe jetzt hier leider auf so einer Mauer drauf. Das heißt, der Schuss, der ist nicht so richtig günstig rausgekommen. Aber wir sehen, dass der Progetto mit weniger AP wieder aufgegangen ist. Das heißt, wir haben ihn wohl getroffen. Und jetzt ist auch klar, wo die Arti steht. Die steht nämlich hier hinten, irgendwo in diesem Bereich. Also müssen wir gucken. Unser E4 fährt da auch schon hoch und schneidet dem Progetto den Weg ab. Und ich habe jetzt ehrlicherweise gedacht, okay, wir sollten dann doch eher die Badget rausnehmen, weil die uns auf kurz oder lang, Progetto ist One-Shot, das wird der E4 eigentlich klären können, kann auch HE laden, muss sie nur irgendwo treffen und das sollte durch sein. Viel ärgerlicher ist es natürlich, wenn jetzt hier die Badget-Arti noch mehr Magazine nachladen darf und uns dann Stück für Stück, während der Progetto uns immer wieder spottet, rausnimmt. Deswegen denke ich, ist es hier in der Situation richtig gewesen, dass wir uns aufteilen. Der E4 hält da oben den High Ground und wo immer der Progetto versucht hinzufahren, kann der E4 ihm nachstellen und ihn vielleicht sogar auch rausnehmen. Wir müssen jetzt nur zusehen, dass wir die Arti finden. Und dass wir quasi die Arti rausnehmen. E4 wurde jetzt wieder von der Arti beschossen. Ihr seht das an dem gelben Kreis unten auf der Minimap. Und er hat jetzt auch angepingt, wo die Arti steht. Also oben auf dem Garagendach steht er immer noch. Ich hatte erst darüber nachgedacht, ob er vielleicht da weggefahren ist. Aber er hat sich, faul wie die kleine Klickerratte ist, einfach oben auf dem Garagendach weiter aufgehalten und ist jetzt munter dabei, den E4 wegzuklicken. Aber der E4 konnte seines Zeichens hier den Progetto rausnehmen. Und da ist er, der Gute. Versucht auch schon wegzujodeln. Aber zu spät. Wir kommen hier gerade rechtzeitig hoch, um nochmal die Arti mitzunehmen. Fünfter Kill. 490 Schaden an ihm gemacht. Und ich glaube, das war wirklich hart erfightet, dieser Sieg. So viel bin ich mit dem Badger eigentlich selten unterwegs. Erst einmal den ganzen Tunnel durch, dann zur gegnerischen Base, einmal kurz wieder zurück, umgedreht, wieder zur gegnerischen Base, durch die gegnerische Base, dann wieder zurück in die eigene Base zum Decappen und dann wieder hier hoch. Also war schon ein ewig weiter Weg, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, die zweite Runde, die ich euch mitgebracht habe, anderer Panzer, Objekt 772. Wir sind unterwegs auf El Haluf und für mich konnte es hier eigentlich nur eins geben und zwar auf den Hügel fahren. Einfach weil da immer der Punk abgeht und ich denke auch gerade bei den Panzern im Gegnerteam. AI Phase 1, Chieftain, die sind mir zwar überlegen von der Gun Depression her, aber ich habe trotzdem ein sehr bounciges Fahrzeug und ich glaube, dass es wichtig war für mein Team, dass ich hier als Top-Tier dann mithelfe, auch den Hügel anzugehen und den Hügel gegebenenfalls feindfrei zu kämpfen, wenn sie mich dann durchlassen. Hier muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, gerade als Heavy, wenn man sich dann dazu entscheidet, auf den Hügel zu fahren, hat man häufig das Problem, dass man in der Querfahrt schon beschossen wird. Ihr seht das, Su 130 PM ist da schon auf dem Weg hin. Unser 704 da vorne, bisschen sehr weit vorne, bisschen sehr aggressiv. Buras steht da jetzt auch schon und das 704 ist schon dick am Kassieren, hat schon die Hälfte seiner AP verloren. Daneben dann noch ein 110er EEC 90, also da steht ja ganz schön was, selbst das Mäuschen aus dem Gegnerteam steht da in der Mitte. Ich habe mich jetzt hier kurz ein bisschen aufgeregt, weil der IS-6 Black hier einfach stehen geblieben ist. An der Stelle, Leute, niemals stehen bleiben, einfach weiterfahren, weil ihr seht ja, was da alles immer geiert. Wenn ihr da stehen bleibt, ihr werdet getrackt, ihr werdet geretrackt und seid dann auch ganz gerne mal tot. Jetzt Glück im Unglück, dass nichts passiert ist, aber wie gesagt, tut euch selber den Gefallen, niemals da stehen bleiben. Aus der Fahrt könnt ihr mal versuchen zu feuern, könnt mal einen raushauen, wenn ihr trefft, okay, wenn ihr nicht trefft, ist auch nicht so schlimm, Hauptsache ihr kommt da schnell weg. So, ich wollte den Renegade jetzt hier nicht aus seiner Position schieben, ich brauchte nur mal ganz kurz den Platz, um hier zu sidescrapen, damit ich mir nur einen von dem 5100 fange und er dann damit rausgeht. So, ich hatte jetzt hier kurzes Lag, hat man vielleicht gesehen, hab mich aber dazu entschieden, schon weiter nach vorne zu fahren, hinter das Wrack vom AMX 5100, weil so kann ich jetzt hier auf den AI Phase 1 feuern. Und das finde ich immer sehr spannend, wenn man selber im AI Phase 1 sitzt, dann hämmert einem wirklich alles durch die Kommandantenluke. Aber wehe, ihr wollt mal selber die Kommandantenluke von so einem AI Phase 1 treffen, könnt ihr knicken. So, der Kollege da ist hier wild am Rumballern, hat schon wieder geschossen. Und sollte jetzt eigentlich rausgehen. IS-6 Black verkackt den Schuss. Aber von oben macht ihn der Sumor. 2 zu 2
Es gilt hier auch noch ein bisschen Uneinigkeit. Ich glaube, der AFS One hat gerade auf den E75 geschossen und wollte ihm damit signalisieren, ich bin nicht so ganz zufrieden damit, was du da gerade getan hast. So, und das Gegnerteam ist hier auch schon wild am Reinkrachen. Einserlinie schon verloren, Alpentiger auf der Flucht, man kennt ihn. Dann das Mäuschen, CS59, hier schon mega aggressiv in die Mitte am Reinpumpen. Unten Alpentiger, den können wir auf jeden Fall von oben eine reindrücken. Und ihr seht das, ne? Das Mäuschen hier völlig ungeniert, wie er da hochfährt. Und der Schuss, keine Ahnung, wir haben da seinen angewinkelten Turm getroffen, obwohl ich eigentlich auf die Wanne geschossen habe. Damit der Schuss gebounced. Ärgerlich. 2 zu 5. Fast 4000 AP, die wir schon hinten liegen. Es sieht alles andere als gut aus. 3 zu 5. Immerhin sind es jetzt noch 3000 AP, die wir hinten liegen. 3 zu 6. Das Gegnerteam überrennt uns eigentlich bis auf den Hügel. Und das sieht man auch recht selten, ne? Dass trotz dem, dass wir den Hügel hier für uns reklamiert haben, das Gegnerteam trotzdem eigentlich kaum Probleme hat, hier über die Einserlinie zu krachen, durch die Mitte zu krachen, über die Brücke zu krachen. Also sehr, sehr krass. Und auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, dass sich die eigenen Mitspieler natürlich auch dementsprechend nicht so wirklich clever verhalten. WT auf Panzer 4, T28 Prototyp, die hätten da schon lange wegfahren sollen. Und ein AFS One, ES6 Black im Bachbett. Hat man immer nicht den Gefechtswert, den man hätte, wenn man hier oben auf dem Hügel steht. Also wo immer geht, solltet ihr eigentlich auf der Karte, wenn ihr im Besitz des Hügels seid, auch den Hügel nutzen und dann nicht euch irgendwie in einer Low-Ground-Position von irgendwelchen Leuten abfarmen lassen, sondern eigentlich dann versuchen, den High-Ground auch zu nutzen. Wir konnten jetzt hier den Burast rausnehmen, trotzdem liegen wir 5 Kanonen hinten, wieder mehr als 4000 AP, also es sieht alles andere als gut aus. 6 Kanonen sind es jetzt mittlerweile, es geht hier Schlag auf Schlag und die eigenen Mitspieler platzen wie die Fliegen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass von hinten der Ferdinand versucht hochzukommen und der ELC. Hab jetzt, ihr seht das, ich habe schon vorgeladene HE. Die Heat will ich drin behalten, um den Ferdinand rauszunehmen. Da ist der Ferdinand und jetzt werden wir gleich sehen, dass der ELC vielleicht antäuscht, hier hochzukommen. Aber er fährt weg und jetzt täusche ich an, dass ich rückwärts wegfahre. In der Hoffnung, dass er gierig wird und hochkommt. Und ihr seht das, ich fahre immer weiter weg und er wird immer gieriger. Man hat das schon gesehen. Und jetzt fahre ich Vollgas runter, so dass er eigentlich nicht mehr wegkommen kann. Und jetzt in dem Moment, wo er mich sieht, merkt er schon, es ist zu spät. Und der Ferdinand steht perfekt da, um den kleinen Kallenschisser, auch ein witziger Name, Kallenschisser, zu zerquetschen. Ja, gerechtes Ende für den ranzigen Keimling. Und trotzdem liegen wir weiterhin sehr, sehr stark zurück. Jetzt sind es nur noch der WZ und meine Wenigkeit gegen 7 Gegner. Also an der Stelle schon die Runde eigentlich beendet, muss man sagen. Wenn die Gegner jetzt einfach im Cap stehen bleiben würden und durchcappen, dann hat sich das jetzt hier erledigt. Zurückkommen tun wir eigentlich nicht mehr. Und jetzt haben wir gesehen, da ist jemand aus dem Cap rausgefahren. Da setzt gerade die Gier ein bei den Gegnern. Alpentiger Bounce, das 704 hat uns erstmal eine dicke Schelle gegeben. Wir sind schon bei knapp 5000 Schaden, 3 Kills. Und ihr seht, dass die Gegner wollen unseren Scalp, ja. Also da wird auch gar kein Heal draus gemacht. Jetzt ist der nächste aus dem Cap rausgefahren. Und einer nach dem anderen kommt jetzt hier hoch. Jetzt ist sogar gar keiner mehr im Cap. Also die Gegner sind sich sicher, dass die Nummer gewonnen ist. Und die Gegner sind sich auch sicher, dass sie unseren Scalp wollen. Und deswegen stehen sie jetzt da unten schon am Hügel Schlange. Wir müssen jetzt nur ein bisschen gucken. Chieftain Prototyp. Wissen wir nicht genau. Jagdtiger IS-2. Das waren die, die Cap sind. Alle anderen stehen da unten fair im Proxy-Spot. Und der WZ. Ich habe ihm gerade signalisiert, dass er vielleicht ein bisschen besser zurückkommt. Die Su 130 PM konnten wir rausnehmen. Jetzt kommt da unten noch der WZ 111. Das ist der 9er TD, nee, der 8er TD aus dem Forschungsbaum. Der hat eine sehr, sehr gute Panzerung, aber wenn wir von oben mit unserer Heat drauf schießen, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Alpentiger 704. Jetzt hat sich der erste schon gedacht, so IS-2-2 hat sich jetzt gerade gedacht, das sieht mir ehrlicherweise nicht so ganz vertrauenswürdig aus. Ich stelle mich, glaube ich, besser mal in Cap. Unser WZ hat da gerade Probleme.
gegen den Chieftain und ich wollte ihm jetzt hier helfen, weil ich nicht wollte, dass er jetzt hier rausgeht. Deswegen, das ist jetzt hier nicht irgendwie Gier, sondern ich wollte, weil ich mir noch einen Schuss fangen konnte, mich da vorstellen, hier den Chieftain rausnehmen, damit der WZ am Leben bleibt, weil alleine schaffe ich das hier auf gar keinen Fall. Alpentiger rödelt jetzt hier den Hügel hoch, der hat aber auch keine Gun Depression, WZ nimmt ihn raus. 704 bounced an mir, ich bounce leider auch an ihm. 6600 Schaden mittlerweile am Start. Und jetzt haben wir noch 27 Sekunden. IS-2-2 gibt uns einen Schuss aus dem Cap, das heißt, er steht nicht in Deckung. Jagdtiger schießt mit HE, keine Ahnung warum. Hätte er mit normaler Munition geschossen, hätte er vielleicht sogar mit einer High-Roll uns hier rausnehmen können. Ich bin leider getrackt worden, hat mir ein bisschen Momentum genommen. Und jetzt mache ich noch einen Fehler. Ich bleibe hier stehen, um zu schießen. Das war ziemlich dumm, weil da oben steht der IS-2-2. Und leider, leider muss man sagen, hat er das geschafft, durchzukappen. Der Einzige, der hier mit Hirn gekämpft hat und dann sich gedacht hat, soll ich jetzt wirklich so gierig werden oder gehe ich dann nicht doch lieber den sicheren Weg? Weil normalerweise wäre die Runde eigentlich schon vor 2-3 Minuten zu Ende gewesen. Und egal, wie tapfer ihr dann kämpft, egal, wie viel ihr macht, egal, welche wichtige Position ihr auf den Karten einnehmt, manchmal soll es halt einfach nicht sein. Trotzdem, denke ich, braucht man sich da nichts vorzuwerfen. Man hat versucht, alles zu geben. Vielleicht kann man noch so ein bisschen rummäkeln daran, dass ich hier nicht hätte stehen bleiben sollen, sondern selber hochfahren, nicht nochmal versuchen, auf den Jagdtiger zu schießen, sondern hier auf den IS-2-2. Aber mein Gott, so ist es halt. Wenn man ganz fair ist, wie gesagt, wäre die Runde eigentlich schon vor 2-3 Minuten beendet gewesen, wenn einfach die drei Leute im Cap stehen geblieben wären. Von daher, denke ich, der Sieg für das Gegnerteam gerechtfertigt und wir konnten unsere Runde nochmal massiv aufbessern. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt, war dann final auch die dritte Gunmark für den Badger. Panzerass, Pascucci-Medaille, Unterstützermedaille, Stahlwand und Großkaliber. 7.282 Schaden, 5 Kills, 2.900 Schaden gebounced. Also das hat auf jeden Fall geschmeckt. Gucken wir hier mal ganz kurz drauf. E4 auch eine super Runde mit 5.158 Schaden. Die beiden Objekt-260, deutlich davon entfernt, dass das hier eine gute Runde geworden ist. Das 277 hat den schon ordentlich eingeheizt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Grille mehr Schaden hatte. Aber beim Zurückfahren haben die 260er hart auf die Nuss bekommen. Schauen wir mal ganz kurz. 27 Mal geschossen, 21 Mal getroffen, 16 Mal penetriert. Alles in allem, muss ich aber sagen, war ich sehr zufrieden mit der Runde. Und dass man die am Ende noch gewonnen hat, war auch sehr geil. Jetzt habe ich ein kleines Schmankerl für euch, wenn ihr mal ganz kurz auf die Uhrzeit guckt, 6.10.20:19 ist diese Runde zu Ende gegangen. Also kann ich euch sagen, die Runde, die wir als zweites uns angeguckt haben, das Objekt 777, das war direkt die Runde vor dieser Runde chronologisch im Stream. Wir schauen mal ganz kurz drauf, 6.10.20 Uhr, also das war quasi die Vorläuferrunde und auch das war eine dritte Gunmark für das Objekt 777, Panzerass, Großkaliber und die Kriegermedaille, also das habe ich auch noch nie geschafft. Zwei Gunmarks in zwei Runden direkt mit zwei Panzerassen im 9er und 10er Bereich direkt aufeinander folgend. Das hat auf jeden Fall geschmeckt und deswegen konnte ich die Niederlage auch einigermaßen verkraften. 2.370 Schaden geblockt, 7.106 Schaden, 6 Kills, gucken wir hier ganz kurz drauf. Wie gesagt, ohne den WZ, ohne sein Zutun hätten wir hier sicherlich überhaupt gar nicht es geschafft, noch in die Verlegenheit zu kommen. Der Jagdtiger hat es leider überlebt und der IS-2-2 hat zumindest es noch geschafft, durchzukappen, ist dann geplatzt. Aus unserem Team sehr, sehr viele Leute, sehr sang- und klanglos untergegangen. E-75 in dem Matchmaking nur ein Schuss Schaden, das ist schon wirklich schwach. Standard B gar keinen Schaden, 704 gar keinen Schaden. Also da waren einige Neuner dabei, die wirklich nicht viel dazu beigetragen haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich fairerweise auch sagen, auch hier waren die Neuner jetzt alles andere als überragend, aber unterm Strich hat es halt eben für das Gegnerteam gereicht. Trotzdem will ich nicht meckern, das waren einfach zwei geile Runden, direkt aufeinander folgend und man hat aber auch, glaube ich, schon gesehen, wie schwer es dann war, an dem Abend auch zu einem Sieg zu kommen. Das eine ist dann noch Gott sei Dank ein Sieg geworden, das andere ist dann eine Niederlage geworden und ich hatte noch ein paar mehr von diesen Runden, die wirklich
extrem knapp waren, wo ich ein paar für mich entscheiden konnte. Ein paar sind dann aber auch leider verloren gegangen. Trotzdem, auch wenn ich damit, ich glaube, an dem Abend nur auf 56% Siegrate oder so gekommen bin, war es auf jeden Fall eine super geile Session und es hat einem viel abverlangt. Seht es ein bisschen als Motivation für euer eigenes Gameplay. Auch in jeder Niederlage steckt was Positives. Man muss es nur suchen. Manchmal muss man ein bisschen länger suchen. Manchmal muss man extrem suchen. Manchmal muss man eine Unterwasserexpedition dafür machen, um es zu finden. Aber in jeder Niederlage steckt was Positives. Und wenn ihr auch was Positives tun wollt, dann lasst dem Video bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!